Hi Leute, wir sind da. Es ist soweit. Stardew Valley, der Multiplayer ist raus. Wir gehen nochmal in das Spiel, damit ich da auch rumbopsen kann. Der Multiplayer ist raus und wie versprochen habe ich versprochen, dass wir das spielen werden. Deswegen muss ich ganz kurz noch die Bildschirmaufnahme ändern. So, jetzt haben wir es alles. Und wir spielen den Koop zusammen mit dem wunderbaren. The Vardruck. Genau, The Vardruck. Ja, Leute, willkommen auch auf meinem Channel, Kanal, was auch immer. Denn wir nehmen das beide auf und werden das beide online auf YouTube stellen. Genau, so dass ihr nachschauen könnt. Gleichzeitig dabei ist das auch auf meinem Stream immer live zu sehen. Wir werden das wahrscheinlich einmal die Woche so ungefähr machen und ein paar Folgen aufnehmen. Und ja, ich Doch, würde klingt sagen, gut. wir fangen direkt an. Ihr seht bei The Vardruck wahrscheinlich jetzt noch nicht so viel. Nö. Ich werde ganz schnell im Koop-Modus ein neues Spiel erstellen, einen neuen Hoff-Hosten, genau. Wir spielen das Spiel auf Deutsch. Wir setzen Ausgangshütten eine. Wir setzen diese Hütte auf ganz in der Nähe. Ich zeige das bei Gewinnspanne. mir eben auch mal mit noch, so also die Einstellungen. Okay, Gewinnspanne normal. Ich bin natürlich Fox. So, da wir live im Stream schon eine Franzbertline haben, darf Franzbertline uns jetzt sagen, wie soll denn der Hof heißen, den wir beide hier auf unserem YouTube-Kanal oder Kanälen spielen? Ich weiß schon, was ich gerne mag. Ich mag gerne Tee und ich mag lieber Katzen. Darfst du dir eigentlich auch ein Haustier aussuchen? Ich glaube nicht, nein. Ich glaube, ich habe nur einen Namen und mag gerne nach, aber sehen wir gleich. So, ich nehme tatsächlich nicht die Frisur. Machst du jetzt eine Folge Charaktererstellung, ja. Charaktererstellung und ich muss zuhören und kann mir Ja. nur angucken? Genau, die Frisur nehme ich. Du bist für Schlumpfhof. Wartrag ist für Schlumpfhof, aber ich bin nicht für Schlumpfhof. Wir überspringen auch das Intro, einfach weil wir es können. Oh, nicht das Intro angucken? Nein. Schade. Oh. Haarfarbe kommt ungefähr hin. Augenfarbe habe ich natürlich schöne blaue Augen. Franz Bertline, sag uns, wie der Hof heißen soll. Wir brauchen dich. Oh, ich will eine grüne Hose haben. Auch wenn das überhaupt nicht zu meinem Oberteil passt. Da kriege ich ein grünes Oberteil. Das ist witzig. Das nehme ich. Ich bin für English Breakfast. Es ist mir egal, wofür du bist. Gewinnspanne normal. Ich Ja, verstehe nicht aber genau. Franz Bertine schläft schon. Franz Bertline. Ja, Ricola. die hat schon abgeschaltet. Er hat schon gesagt, nee. Ah, das gucke ich mir nicht an, das tue ich mir nicht an hier. Franz Bertline. So, ja, so ein bisschen. Das passt schon. Bisk. Bisk. Okay, Bisk. Wir warten noch ganz kurz, falls sie noch was anderes schreibt. Ich weiß nicht, ob sie Bisk meinte. Biskuit. Das habe ich mir auch gedacht. Dann heißt der Bischof. Bischofshof? Ah! Biskhof Bischof. Der Ja. ist so gut, das nehmen wir. Das ist, oh ja, bitte, Das ja. nehmen wir. So. Biskuit. Ab auf den Oh. Bischof. Also Bettine muss jetzt Google eintragen. Wortspiele mit Hof. Genau. So, ich werde ganz schnell erstmal, weil noch habe ich die. Ah, nee, noch habe ich es pausiert. Ich will das Controller-Stil-Menü nicht haben. Pausieren, bei Werkzeug Zielort anzeigen. Ja, Händlerporträts anzeigen, automatisches Laufen. Ja. Hey Fox. Ey. Lädst du mich ein? Du müsstest, glaube ich, sogar schon hinkommen können, aber ich schicke dir nochmal Ich kann noch einen nicht Einladungslink. hinkommen. Ach doch, da. Neuer Bauer. Ah, ich muss anscheinend Neuer Bauer heißen. Ah nein, ich bin jetzt auch in der Charakterauswahl. Und jetzt können wir uns das auch mal angucken, was der Fox da gemacht hat. Und ich nenne mich Name. Sehr gut. So. Mag gerne Tomaten. Ist männlich. Haut lassen wir so, schön blass. Augenfarbe ist nicht sichtbar, auch gut. Machen wir schön braun. So. Dunkler noch, Achso, so. ich will natürlich Haare bei. nehme ich die Frisur, die ich sonst immer habe.
Ich mach mal, eben meine Charaktererstellung, Fox. Da musst du mal jetzt durch. Die Vergrößerungstasten. So. Ignoriert mich einfach, das geht auch. Ich ignoriere dich einfach, das ist schon okay. Hemd nehme ich. Kann ich dann da machen. Das sieht aus wie ein Dick da, aber das will ich nicht. Das mit dem Alien-Kopf. Nein. Alien-Kopf. Da war er. Das da, das nehmen wir. Accessoires nehmen wir natürlich. Einen schönen Bart. Wir gehen ganz kurz da rein, holen uns unsere Pastinaken. Das sollte reichen. Und da sind wir schon auf dem Hof angekommen, von Fox. Hier eine Kleinigkeit, um dir den Start zu erleichtern. Verdammt, du bist zu zeitig da. Oh, ich bin zu zeitig da? Dann gehe ich nochmal zurück. Nein, alles gut. Ich wollte nur zeigen, wie das aussieht, wenn du in der Charaktererstellung bist. Hier ist. Das hättest du vielleicht vorher absprechen und ich bleibe im Bett liegen, bis du da bist. Oh, ich habe Besuch. Hallo. Hey, was geht? Hast du mir ein Geschenk hier gelassen? Loben, Digga. Guck mal, da. Bam, Geschenke. Das Paket gehört jemand anderem. Oh, haha, mein Paket. Pastinaken. Was sagt denn der Wetterbericht? Du hast 15 Samen für Pastinaken erhalten. Hier eine Kleinigkeit, um dir den Start zu erleichtern. Bürgermeister Lewis. Morgen wird ein wunderschöner sonniger Tag. Das finde ich super. Und der Wahrsager sagt: Willkommen bei Werewolves Orakel, der einzigen Show, in der die Stimme der Geister direkt zu dir spricht. Die Geister sind heute höchst unzufrieden. Sie werden ihr Bestes geben, um dir dein Leben schwer zu machen. Sag das bei dir auch? Die Geister fühlen sich heute neutral gesinnt. Der Tag liegt in deinen Händen. Oh, wie gut ist das denn, dass jeder ein unterschiedliches Glück hat. Ich würde sagen, wir machen als allererstes die Farm ein bisschen frei. Hier oben. Ich hau mal auch mit frei. Versuch mal auf dem Rest der Farm dann auch so wenig wie möglich Kraut? Gras zu hacken. Ja, ich guck nur, ich werde nur Steine hacken oder sowas. Wir haben uns überhaupt noch gar keinen Plan gemacht, was wir hier eigentlich machen wollen. Genau. Also wie wir am besten aufteilen. Aber das wird schon irgendwie, denke ich mal. Wir brauchen auf jeden Fall Holz. Genau, bitte die Stümpfe übrig lassen. Nur oben das abhacken erstmal. Warum? Weil es energiemäßig besser ist, weil dir das unten nichts bringt. Bei den Stumpfwort sollten wir Ecker weghauen, weil wir hier unser Feld machen wollen, das erste, oder? Ja, aber die anderen nicht, weil du hackst viel zu viel für viel zu wenig Holz. Ja, ich hab's verstanden. So viel Holz für wenig Geld. Schicke Frisur hast du, muss ich mal sagen. Ich weiß. Deine sieht ja auch ähnlich. Hast du einen Bart? Hä? Hast du einen Bart? Ich hab einen Bart. Schick einen Bart, guck mal. Du hast einen Bart? Ja. Von der Seite sieht er ein bisschen hässlich. Von der Seite sieht man am besten. Ja, eben. Ich hatte das so in Motion gesehen, dass mir so keiner wohl nicht warten. Ja, wir haben auch unterschiedliche Skill-Level, ne? Ja. Das Einzige, was wir uns teilen, ist unser Hof. Ich glaube nicht mal den Hof. Minenfortschritt teilen wir uns. Nicht mal den Minenfortschritt? Nein. Was? Dann kümmere ich mich jetzt erstmal um den Foraging-Skill. Das finde ich super. Also wäre ganz gut, wenn du mir Bäume übrig lässt. Friedhof wäre witziger gewesen, sagt Franzi gerade. Ja, das stimmt. Zu spät. Aber ich jetzt auf dem. Sehe ich das irgendwo? Was? Den Hof? Im Menü. Bisk Hof, aktuelle Geldmittel 500. Ach, da, ja, stimmt, da. Übrigens, ich habe auch nicht eingestellt, dass ich im Dings gemutet werde. Im Discord, das muss ich auch noch einstellen. Das machen wir mal vor der nächsten Aufnahme gleich. So. Ich will übrigens auch mein Foraging-Level... Ach, weißt du was? Das Erste, was ich jetzt mache, ist mal mein Inventar umsortieren. Das kommt dahin, das kommt dahin. Du spielst wieder mit Controller-Box, richtig? Natürlich. Ja, ich bin mit Maus und Tastatur unterwegs hier. Das kommt dahin. Das kommt erstmal dahin. So. Oh Gott, kann ich die Musik leiser machen? Ja. Na, ich hab's... Die setzt zwischendurch ein, ist auch schön und gut, aber diesmal sehr laut. Ja, deswegen, das mache ich dann immer mit der Dings. So, ich pflanze. Fußstapfen können wir lassen, Töne ein bisschen leiser, so. Sonst höre ich jedes Mal, wenn du irgendwas abhaust, bei mir, als ob du neben mir stehen würdest. Ja. Ich werde hier ein Feld machen, ne? 6x6 oder so. Nee, 5x6, so. Du hast. Ja, 5x6, genau. Ich habe ja auch noch 15 Pastinaken. Kann ich dir die irgendwie geben? Kann ich irgendwie mit dir handeln? Nee, wir bräuchten eine Kiste. Okay. Aber das ist kein Problem. Ich habe ja schon genug Holz gesammelt. Dann hau ich hier mal eine Kiste hin.
Ich weiß nicht, wie du das mal machst, aber hier, das neben dem Haus ist für mich immer die ersten Kisten, wo alles reinkommt, was ich regelmäßig brauche. Das mache ich meistens auf dem Grünen oben, aber ja. Ja, ich setze das immer direkt ans Haus, weil ich da immer vorbeilaufen muss. Ich habe meine Pastinaken da reingehauen. Weißt du zufällig, ob wir schon, ja gut, wir nehmen die Pastinaken, um den Skill hochzutreiben. Ich hätte sonst gesagt, wir machen auf Money und gehen die Pastinaken-Seeds verkaufen. Lohnt sich das? Ich weiß nicht, ob Pastinaken-Seeds so viel wert sind. Sie sind nicht viel wert, aber, es ist, Geld pro Tag gerechnet sind, Blumenkohl Mehrwert. Ah ja. Wenn der Holzfäller magst. Ich möchte übrigens, dass wir als erstes, nicht als erstes, aber relativ zeitig dann uns ein Silo holen. Ja. Mindestens ein Silo, um dann das ganze Gras abhacken zu können. Das lassen wir so lange stehen. Die sind schon sehr praktisch, ja. Wir können uns ja auch direkt Kühe oder sowas zulegen, wenn wir das Geld dafür haben. Ja. Ich denke mal, zu zweit werden wir ordentlich Geld reinschaffen können. Weil sobald ich die Angel habe, werde ich wahrscheinlich ein bisschen das angeln. Ich sterbe gleich. Vor Erschöpfung. Ich würde auch den Rest des Tages jetzt ein bisschen spazieren gehen. Warte mal, erstmal Wasser holen. Zählt das Hofbuch eigentlich für uns beide? Ich meine, ich habe erste Schritte gekriegt und ich habe Sag Hallo gekriegt. Ja, ich habe auch erste Schritte und Sag Hallo. Dann geh du doch mal in die Stadt jetzt schon mal. Achso, das, aber die Leute begrüßen zählt nicht für uns beide, sondern das musst du einzeln, glaube ich, machen. Also zählen die Quests quasi auch extra? Ich glaube ja, ich bin mir nicht sicher. Können wir gleich gucken? Ich gehe gleich jemanden anquatschen. Geh mal mit Leuten sprechen. Ich bleib hier und mach Dinge, die man sonst so macht. Du kannst all mögliches Unkraut, aber bitte kein Gras abhacken. Weil die Sense braucht nämlich kein, heißt die Sense? Sense. Sie heißt eine Sense. Ich spiele nie auf Deutsch, deswegen nur für das Let's Play jetzt. HW kennengelernt, jetzt können wir gucken. Was hast du bei Sag Hallo? Moment, ich habe gerade eine Hühnerstatue gefunden. Sehr gut. Ich habe Archäologie gekriegt jetzt. Und erster Schritt, Moment, hallo, sag hallo. 2 von 27, okay. 2 von 27? Ja, 2 von 27. Ich habe 4 von 28. 28? 28. Sag hallo, 2 von 27 Leuten. So. Einen Moment, Leute, ich muss mal ganz kurz in den Pause-Screen wechseln, weil ich nämlich was einstellen will. Mach das, ich hau so lange weiter mit meiner Sensi auf Leute. Ja. Oh mein Gott, das laggt das Spiel. Freunde, ich will die Einstellung dafür haben. Einstellungen, ich muss ins Steam. Das da machen. So, während Fox da weiter rumrennt, hau ich hier die ganze Zeit Gräser ab und sammle noch ein paar gemischte Samen. Gemischte Saaten. Ich finde es kacke, dass jedes Mal eine Benachrichtigung gezeigt wird, wenn ein... okay. Diese Einstellung wird erst aktiv, wenn ich Steam neu gestartet habe. Dann halt nicht. Wie hast du das bei OBS eingestellt, die Aufnahme? Keine Ahnung, 1080p, weil, irgendwie sowas. Nee, wenn du nämlich auf Spielaufnahme gehst, sollte er das noch nicht anzeigen. Nee, ich habe Vollbildschirmaufnahme. Ja gut, dann zeigt er das natürlich an. So. Ja, weil ich meinst halt... Meinst du, es ist sinnvoll, jetzt noch Mixed Seed einzupflanzen mit? Kannst du machen. So, Gas. Oh, hallo du, ich bin Gas. Chef und Besitzer der Kneipe zum Sternenfall. Eigentlich hätte ich mit dir mitgehen sollen, sonst muss ich jetzt alles einzeln nochmal vorlesen mit den ganzen Leuten. Ich kann es in deinem Gesicht ablesen. Dir wird es im Pelikan gefallen. Falls du nach irgendeiner Aktivität für diesen Abend suchst, schau mal in der Kneipe vorbei. Dort arbeite ich, sagte sie. In der Kneipe, hinter der Theke. You don't say. Ich geh mal Fox suchen. Es ist schon 19.40 Uhr. Ich kenne dich nicht. Warum redest du mit mir? Ja, aber sind die alle in der Kneipe. 4 Leute. Montag sind nicht so viele Leute in der Kneipe. Oh, was? Clint kommt. Die gehen montags etwa nicht trinken? Clint, der alte Alkoholiker, kommt, aber ansonsten... Ja, Pam müsste doch auch da sein. Ja, natürlich ist Clint. Pam da. Hi, ich bin Clint. Clint hat beim Durchsuchen des Müllsfuchs erwischt. Das Müllsfuchs hat bei Fox erwischt. Super!
Ich habe Müsli-Riegel gefunden. Nice. Ich habe nichts gefunden. Den kann man noch essen. Ja, ich habe heute nichts gefunden. Ich bin nicht so glücklich heute. Müsli-Riegel, Alter, das geht gar nicht. Ich habe Müsli-Riegel gefunden. Das sind diese, ich bin so das glücklich. Ist dieses, ist das nicht der Field Snack? Ja. Den können wir uns, wenn wir, Drink upgraden. Lass uns mal nach Hause gehen. Ja, ich war noch ein Fragezeichen bei Pierre's. Hab mir noch angeguckt. Wir haben schon viel geleistet für den ersten Tag. Ich meine, ich habe einen halben Wald gefällt. Und eine Hühnerstatue gefunden. Ich habe 3 Narzissen gefunden, die werde ich jetzt verkaufen, weil die bringen eh keine Nee, doch, ja, mache ich erstmal. Jetzt bringen wir. Ja, lass mal einen da noch wenigstens. Stimmt. Du hast recht. Verkauf nichts. Ich verkaufe nur eine Narzisse. Kann ich nicht gleichzeitig auf die Kiste zugreifen? Doch. Nee, Moment, Moment. Nein, kannst du nicht. Okay. Den Müsli-Riegel behalte ich. Ist meiner. Ich mache ein bisschen Feuer an bei mir und leg mich schon mal ins Bett. Du hast einen Kamin? Oh. Ja, ich habe einen Kamin. Ich gehe traurig schlafen ohne Kamin. So, wir sind. Oh, sammeln Stufe 1. Nice. Ich kann jetzt Müsli-Riegel bauen. Craften. Ja, und bei dir droppen sie jetzt Sap und. Nee, Sap haben wir schon alle schon. Hier, die Seeds. Nee, das kommt, glaube ich, erst später, oder? Nee, Bäume. Das stand zumindest nicht da. Bäume sollten jetzt selber rein droppen. Also, ich habe schon Baumseeds gedroppt gekriegt, ne? Die habe ich hier schon reingehauen. Eine Eiche und ein Kiefernzapfen. Okay. Du hast Post. Kannst du aufmachen, oder? Hallo, ich bin gerade vom Angeltrip zurückgekommen. Du solltest mal am Strand vorbeikommen. Ich habe etwas für dich, Willy. Ja, du schaffst es da unten schon. Ich geh mal zu Willy. Ja, ich hab die Brief auch. Und auf zum Strand. Ich werde derweil die weitere Hofarbeit durchführen. Ich brauch die Angel. Nichts ist besser als die Angel in diesem Spiel. Das Problem ist halt echt, dass du mit deinem Rechner nicht so mobil bist. Hallo, Willy, ja. Sonst könntest du halt herkommen mit deinem Rechner. Wir könnten das hier aufnehmen. Das wäre so viel leichter. Ja, prinzipiell wäre das kein Problem. Da muss ich mein Mikrofon und alles mitnehmen und Na, und dein Rechner? Nee, nicht unbedingt. Ja, stimmt. Du könntest auch auf dem Laptop spielen. Psst, Katzin. Ah, das Meer. Ahoi, Bürschchen. Hab gehört, es gibt einen Neuling in der Stadt. Gut, dich endlich kennenzulernen. Ah, ich versuche immer noch ein wenig abzuschalten nach einem ganzen Monat auf der Salzigen See. War ein ziemlich großer Fang, hab eine Menge guter Fische verkauft. Endlich genug gespart, um eine neue Angel zu leisten. Hier, du kannst meine alte haben. Die brauche ich nämlich nicht mehr. Ich habe jetzt eine neue. Die ist kaputt gegangen während des Angelns. Mir ist es wichtig, dass die Kunst des Fischens nicht in Vergessenheit gerät. Und hey, vielleicht kaufst du hin und wieder auch mal schon einen Laden. Da stinkt's nach Fisch. Eine Angel. Du hältst Bambusstange. Es gibt übrigens. Das ist nicht meine Angel. Das ist eine Stange. Das ist nicht meine Angel. Es gibt übrigens. Hier im Tal gibt's Wasser. Alle möglichen Fische. Das habe ich richtig vorgelesen, natürlich. Oh ja, mein Laden ist jetzt wieder offen. Also komm vorbei, wenn du Vorräte brauchst. Ich kauf auch alles, was du fängst. Wenn's stinkt, verkauft sich's bestimmt. Hohoho. Ho, ho. Das hat zumindest mein alter Vater gesagt. Wow. Und dann komm ich aufs Meer hinaus, während er weiter raucht. Vor allen Dingen, er hat einen Laden, wo er alle möglichen Angeln dann später verkauft. Warum brauchte er erstmal Geld, um sich eine neue Angel zu kaufen? Er hätte einfach einen aus seinem Laden nehmen können. Danke, das war die Katzin und ich gehe jetzt wieder angeln. Nein, nicht angeln. Komm. Ich komme zurück zur Farm. Ich muss ein paar Dinger machen. Bäume fällen. Richtig, das wollte ich machen. Ja, mache ich auch schon. Was? Lass die Bäume für mich stehen. Power of Foraging Experience. Außerdem kannst du sorry übrigens, Leute, ich werde noch ganz oft die englischen Begriffe verwenden, weil ich einfach Stardew Valley seit anderthalb Jahren oder so auf Englisch spiele. Ich brauche die Sammelerfahrung und außerdem gibt es unten im Zedern-Tropfen-Wald oder so. Ich weiß nicht, wie der auf Deutsch heißt. Nee, Cinder ist was anderes. Karte. Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Der heißt. 3 Fragezeichen. Da kommen wir sowieso noch nicht rein. Verwunschener Wald heißt er, glaube ich. Nee, nicht den verwunschenen Wald, sondern der Bereich unter unserer Farm. Der hat einen Namen. Ui, du warst gerade da unten. Wird nicht angezeigt. So.
Ich hab eine Angel. Darf ich mir deinen Field Snack nehmen? Nein, das ist meiner. Den hab ich aus dem Müll gefüllt. Achso, du hast den noch. Hast. Klar, ich krieg den doch nicht rein, das ist meiner. Aber du hast schon das Rezept für den Field Snack, ne? Ja, ich kann dir welche craften, wenn du möchtest. Naja, dazu bräuchten wir noch Sachen. Was brauchen wir dazu für Sachen? Eine Eichel, einen Kiefernzapfen und einen von den anderen Dingern. Aber das haben wir doch. Wir haben doch einen Kieferzapfen und eine Eichel haben wir schon. Und das dritte brauchen wir noch. Leg die Hühnerstatue auch mal rein. Das müssten die Dinger hier sein, die du dann... Glaube ich. Oder? Ich fälle einfach alle Bäume, die hier stehen, und dann passt das schon. Ich werde übrigens, wenn ich einfach Leute so anquatsche, das nicht vorlesen. Da Fox das ja macht, wenn er die trifft, und ehe wir das doppelt vorlesen, ist halt Schwachsinn. Ja, ich weiß nicht, ob ich das hier jetzt alles vorlese, aber ich werde definitiv, also ich lese halt im anderen Stream, wenn ich selber spiele, oh, ich habe einen Lauch gefunden, werde ich sehr viel vorlesen, und ich werde auch auf meinen anderen Sachen vorlesen, wenn ich dann sowas wie Guides dazu mache. Uiuiui, ich habe eigentlich gar nicht mehr viel Energie. Ich habe einen Ahornsamen, ich kann dir einen craften. Ja, ich habe einen Lauch, den kann ich auch essen, aber... Ne, der bringt 45, der Dings hier. Der Lauch hat mir 40 gebracht. Craften, Müsli-Riegel. Aber heb die Müsli-Riegel bloß auf. Leg ihn in die Kiste. Sehr gut. Ich habe noch einen weiteren Lauch gefunden. Notfalls können wir auch Holz verkaufen, weil... Hallo, wenn Linus. Wenn ich die ganze Zeit am Holzfällen bin, sollten wir genug davon kriegen. Ja, aber ich würde das Holz tatsächlich sehr gerne nicht verkaufen, sondern aufheben. Wir werden es definitiv noch brauchen. So, Dienstag ist sowieso niemand bei Robin zu Hause. Aber ich wäre dafür, dass wir heute den Tag noch zu Ende machen, dann die Folge erstmal beenden. Ja, das ist die ersten zwei Tage gehen ja schnell vorbei. Wir sind, ja, was heißt schnell vorbei? Also wir haben jetzt schon 22 Minuten. Wir werden die Videos immer so ungefähr um die 20 Minuten eintakten. Das sind vielleicht so ein, zwei Tage. Wir gucken halt immer, wie weit wir kommen. Wir werden das Ganze uncut erstmal machen. Also quasi halt einen halben Winter. So ungefähr. Und ja, wie gesagt, also es wird erstmal uncut laufen. Und dann werden wir weitersehen. Es gibt in der Stadt eine Quest. Ich weiß nicht, ob du die auch annehmen kannst. Amethyst. Ich kann die wahrscheinlich extra annehmen, aber... Ja, aber ein Amethyst bringt uns nichts, weil ein Amethyst können wir noch nicht bekommen. Richtig. Ich bin erstmal dabei. Ich werde in der Stadt sowieso erstmal noch nicht so viel unterwegs sein. Ich habe eine zerbrochene CD bekommen. Es ist nervig, all diese neuen Leute kennenlernen zu müssen. Nicht? Mein Name ist übrigens George. Und jetzt tisch ab. Okay. Ich bin voll George Meinung. Oh, George, du bist nicht genug mit Alex befreundet, um sein Schlafzimmer zu betreten. Ach, was? Ist Alex schon wieder am Pumpen? Alex ist am Pumpen. Er kommt abends nochmal raus, glaube ich. Ja, ich kann auch einen anderen Tag begrüßen. So. Gehen wir mal zu Pierre's. Ich erledige all meine Einkäufige hier. Achso, ja. Einkäufige. Blumenköhler? Brauchen wir später. Ich kaufe mal zwei Blumenköhler und zwei Kartoffeln. Weißt du, was das andere ist? Pastinaken, Blumenkohl, Kartoffeln und... Brauchen wir Bohnen oder Grünkohl? Wir brauchen Bohnen. Grünkohl brauchen wir nicht. Nicht für die. Okay, dann kaufe ich noch zwei Blumenköhler. Nein! Und zwei Bohnen. Das Geld ist verschwunden. Warte mal, ich gebe das Geld doch aus für den Dings. Warte mal, wie kriege ich dafür? 60. Ich esse jetzt mal Müllmüsli-Riegel. Oh, da klebt noch ein bisschen Bananenschale dran. Hallo Mädels. Gerade mit dem Sport fertig. Ich werde heute gut schlafen, sagt Marnie. Oh, meine Arme fühlen sich an wie Gummi. Du siehst ganz schön fit aus, Jody. Diese Hanteln wirken Wunder, nicht? Wir treffen uns jede Woche und unterstützen uns gegenseitig dabei, gesund zu bleiben. Bespannst du die Frauen beim Sport? Nee, die sind gerade fertig. Ach so, okay. Du stehst also creepy vor der Tür. Hey, du bist Fox, der neue Bauer, oder? Ich bin Pierre, der Besitzer des öffentlichen Gemischtwarenladens. Und wenn du Saat brauchst, ist dieser Laden der richtige Ort. Bla bla bla, ich will erstmal deine Tochter anquatschen. Hey, Abigail. Oh, stimmt ja. Ich habe gehört, dass jemand auf den alten Hof zieht. Sagt sie und rennt einfach weg. Die rennen einfach hier mit... Komm schon! Oh, gerade auf den Baum gefällt, kriegt, bevor ich umkippe. Das Problem ist, die rennen halt hier mitten im Gespräch weg, weil die Zeit halt nicht anhält. Ja. So, einmal Mülltonnen treten. Komisch mit der Zeit.
Mülltonnen. Interessiert mich auch, was dann passiert bei Cutscenes. Können bestimmt einige witzige Sachen passieren. Ja. Bis auf einmal da so. Und auf einmal ist was ganz anderes dort. Mülltonnen treten ist übrigens ein Volkssport. Bei mir. Ich ernähre mich mal ziemlich gesund von Müsli-Riegeln. Moment. Ich bin zum Wasser gegangen und habe keine Angel bekommen. Vor 17 Uhr. Ja. Danach ist er saufen. Nee, er steht noch hier und angelt. Danach hat er keinen Bock mehr, das zu geben. So. Es ist ja schon 18.30 Uhr, ich gehe noch schnell nach Hause, werde meine restliche Energie noch nutzen, um vielleicht noch diese neuen Sachen angepflanzt zu bekommen. Hast du noch ein bisschen Energie, um neuen Felder zu basteln? Sollte reichen. Ich habe gerade 3 Müsli-Riegel gefressen. Okay. 3 Müsli-Riegel? 3. Ja. Alter, was willst du heute alles noch machen? Es ist schon 19 Uhr. Bäume fällen. Bäume fällen, bis die Sonne untergeht. Wie viele Felder brauchst du? 9. 9. 9 ist schon eine schlechte Anzahl. Du hättest einfach ein 3x3 Feld machen können, aber gut. So. Du darfst es auch gerne gießen. Wird schon dunkel. Ah. Hätte ich nicht einfach alle Müsli-Riegel mit einmal essen können. Warte mal. Was denn? Nein, geh mal weg da. So und so. Und warte mal, komm mal ganz kurz her. Oh, du gibst mir eine Blume? Oh, wie schön. Danke, ich liebe dich. Moment, was? 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 Warte mal, ledig. Ich kann dir einfach Sachen schenken. Oh mein Gott, du kannst mich heiraten. Ja, ja, wir können uns gegenseitig heiraten, das stimmt. Nice. Naja, also. So. Bei mir steht es nicht drin. Doch, Fox ledig, oben. Aber ich kann dir keine Geschenke machen. Nee, doch, aber wir haben keinen Herzmeter. Oh. Wir könnten, wenn wir in den Ring kommen, uns jetzt schon heiraten. So, einmal ins Bett. Nein, ich muss noch Bäume fällen. Ich hab noch Energie. Ich bin im Bett. Energie. Ja, macht, ist egal. Ich fäll noch ein paar Bäume. Ein Baum noch. Einer. Das sagt er jedes Mal. Ein Baum noch, ein Baum noch. So. Larvenzeit. Oh, meine Taschen sind noch voll. So. Sammelstufe 2. Sammelstufe 1. Nice. So. Dann zweiter Tag im Frühling, okay. Wollen wir hier bleiben in der Ansicht oder? Ich mach kurz den Pause-Screen rein und dann können wir die Aufnahme beenden. Da können wir noch schön Tschüss sagen. Wo wollen wir sie auch beenden? Hä? Wo wollen wir sie beenden? Na, einfach dort, wo du gerade bist. Ich beende sie dort, wo ich gerade bin. Sobald du da bist. Okay, warte. So, Fortschritt wurde gespeichert. Ach so, ja, wenn wir beide die Verkaufszahlen haben, können wir dort warten. Das ist gut. Gut fürs nächste Mal. Ja, jetzt ist zu spät. Zu wissen, ich tippe ganz kurz Pause ein. Dann kann nämlich der Wartruck nichts machen. Und dann würde ich sagen, war's das für heute. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und wenn ihr dann gerne mal live dabei sein wollt, ob nun bei der Aufnahme oder generell beim Stream, schaut einfach auf twitch.com oder twitch.tv/bloodyfox13. Und aktuelle. Ja, das kann ich sehr empfehlen. Alle aktuelle Streams werden auch immer angekündigt auf Twitter unter twitter.de/bloodyfox13. Schaut einfach mal vorbei. Ja, und bei Twitter, bei mir meistens auch, wenn ich Zeit habe. Genau, das ist twitter.de/thewardrug. Richtig. Und wenn ihr bei mir zugeschaut habt, schaut doch auch nochmal bei Mafi, aka TheWardrug, vorbei und lasst ihm einfach ein Like da, falls es euch gefallen hat. Ihr müsst euch auch nicht die ganze Folge nochmal angucken, aber ihr könnt. Dann seht ihr auch noch seine Perspektive. Ja, und wenn ihr bei mir zugeschaut habt, dann schaut auf jeden Fall bei Fox vorbei, weil da werdet ihr auf jeden Fall noch ein paar tolle Sachen sehen. Ich habe 2 Mauszeiger im Bild mit Stardew, das ist super. Und ihr könnt rein theoretisch auch einfach beide Videos gleichzeitig aufmachen nebeneinander. Dann seht ihr uns beide. Macht ihr eins, mutet ihr eins und perfekt. Und lasst ein Like da bei beiden. Genau. Bis zum nächsten Mal und tschö, tschö. Tschüss.